Ein neuer Stern am Automobilhimmel ist entstanden. Ja, der neue Toyota Supra. Und es ist wirklich ein Fahrzeug, das seinem Namen absolut gerecht wird. Ich gehe mal gerade drum rum. Es gibt ihn noch nicht so lange. Zufälligerweise habe ich jetzt einen Techniker da, der war gerade auf Techniklehrgang. Denn so ein Fahrzeug, wenn es denn hier ist, muss ja auch servitiert werden. Wenn du dich mal kurz vorstellst, wie heißt du? Hallo, ich bin der Marc, arbeite im Auto aus Klein und war jetzt auf der Schulung. Cool, cooles Auto? Sicher, klar, kann man so sagen, ist schon ein Maßstab. Also ja, es gab ja vorher schon mal einen Supra, muss man sagen, aber der ist wiederum, das ist ziemlich großes Kino, oder? Genau, ja, ist jetzt ein riesiger Motor drin, ist halt ein 3-Liter Turbomotor drin verbaut. Bitte was? Ein 3-Liter Turbo? Genau, mit 340 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment. Aber 500, wir reden ja nicht über einen Diesel hier, oder? Nee, ist ein Benzinmotor. 500 Newtonmeter? Genau, ist ein rein Sechszylinder dadurch. Okay, und das heißt extrem laufruhig? Schon ziemlich, ja. Doch. Mhm. Ja, Lichtsysteme hat er vorne drin, das heißt also, ich nehme an, das Neueste vom Neuesten? Genau, alles LED vorne, hinten, sind keine Böhnchen mehr zu finden. Das ist ausgereift mittlerweile, muss man sagen. LED-Technik, habt ihr viele Probleme damit in der Werkstatt? Nee, gar nicht. Also da kommt wirklich nichts dran. Die LEDs, man kennt das mittlerweile überall. Das ist mittlerweile so weit, dass man wirklich keine Probleme mehr hat. Ja, Fahrwerk ist ja ein ganz wichtiges Thema, das ist wirklich erhaben. Vielleicht stelle ich mal einfach nochmal die anderen Leute vor, die hier mal so drumherum stehen. Einmal der Peter Dämmerle, grüß dich Peter. Hallo Sven, grüß dich. Ja, und wenn du dich mal vorstellst. Hallo Sven, Michael Gebel, auch schon bekannt. Ja. Ihr habt ihn bekommen, er steht im Moment hier. Für ausgewählte Kunden kann er Probe gefahren werden, das ist ganz klar. Ansonsten steht er bei euch mal im Showroom, denn das ist wirklich ein Kleinod, was Technik angeht. Die Lastverteilung vorne hinten? 50-50. Exakt, ziemlich exakt. Ziemlich exakt, ja. Ja, es ist eine richtige Rennsemmel, hätte ich fast gesagt. Also er lässt sich wahrscheinlich bewegen. Ein Traum, bei einer Lastverteilung von 50-50 habe ich optimal, das heißt, er schleudert nicht, oder? Das ist ein sehr, sehr fahraktives Auto. Es ist ein richtiger Sportwagen und wie gesagt, die Fahrwerte, die das Auto hat, die sind halt eben wirklich sensationell und durchaus auf dem Niveau von bekannten Sportwagenmarken. Wenn du mir kurz nochmal sagst, die Leistung, das heißt also wichtig ist ja auch, wie man das Ganze empfindet. Du hast das Auto selber gefahren, ja. Es macht in der Magengrube Spaß? Ja, absolut. Es ist vom Fahren her, es macht einfach Freude. Und vom Motor her 340 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment, der ist super elastisch. Ab Werk, muss man sagen. Ja, es ist nichts dran verändert, es ist die serienmäßige Leistung. Ja, Frontheckantrieb, Vierrad? Er hat Heckantrieb, ja. Und hat halt eben ein aktives Sperrdifferenzial noch drin. So, wir werden mal eins machen. Wir machen ihn mal an, denn ich sag mal, die Silhouette hinten habe ich schon gesehen. Er hat so einen kleinen, so eine ganz kleine Anleihe. Da ist hinten so ein Bremslicht. Nimm mal an, es ist ein Bremslicht mit drin, was hinten drin ist, oder ganz unten? Ganz unten ist der Nebelscheinwerfer und der Rückwärtsgang. Bremslicht ist alles mit oben drin. Oben. Es sieht aber aus wie bei Formel 1, so ein drittes Bremslicht, oder? Genau, in dem Diffuser machen. So, das hier ist die Optik hinten, die Lichtsignatur, die DNA des Fahrzeuges. Damit fällt man schon auf. Ich habe noch keinen gesehen im Saarland. Ich auch noch nicht, nur auf dem Hänger und dann halt, wie wir den hier bekommen haben. Ansonsten ist er noch ganz rar. Die Nebelschlussleuchte. Michael, die Nebelschlussleuchte, warte mal. Zeig mal gerade. Machen wir Rückwärtsgang rein. Und dann. Ah, da geht's dann weiß. Aber es sieht schon so ein bisschen aus, wie als wäre es ein Tourenwagen, oder? Auf dem Nürburgring. Erinnert ein bisschen an die Formel 1. Die haben halt eben auch das Bremslicht hinten in der Form. Bei uns ist es halt eben jetzt die Nebelschlussleuchte und der Rückwärtsscheinwerfer. Die Schnauze, ja. Bitte nochmal Gas geben. So, wir haben ihn extra vorher ein bisschen warm gefahren. Ja, wenn du mal so lieb bist, die Tür mal öffnest, dann können wir mal reinschauen und den Motor mal ausmachst. Ja, als das Auto kam, du hast ihn dir mal etwas näher angeguckt, ja. Was war das für ein Feeling? Unbeschreiblich, würde ich fast sagen. Ein absoluter Sportwagen, nach 2002 wieder ein Supra endlich im
Programm zu haben, ist natürlich schon richtig geil. So, 17 Jahre Durstphase, das ist... 17 Jahre Durstphase. Wir haben drauf gewartet und er hat die Erwartung übertroffen. So ist es. Die Felgen, die drauf sind, sehr, sehr sportlich. Die Bremsanlage, für dich vielleicht als Techniker, die bremst wahrscheinlich besser, als er beschleunigt. Knapp, ja, aber ist schon jede Menge Kraft hinten dran. Gut, klar, bei der Leistung muss man auch wieder zum Stehen kommen. Ist auch alles Alu, extra leicht. Achso, die Bremsscheiben auch? Alu. Die Bremsscheiben nicht, aber die ganze Aufhängung. Damit man wirklich die Beschleunigung so gut hinbekommt und auch alle Räder am Boden bleiben. Es geht ja oft um die bewegten Massen. Das heißt, dass die möglichst leicht sind. Das ist hier der Fall? Genau, deswegen ist halt alles sehr, sehr leicht gebaut. So, ich komme mal kurz auf die andere Seite und dann zeigen wir das mal. Wenn du mal gerade die Motorhaube öffnest, dass wir mal reinschauen, weil er hat eine unglaublich große Motorhaube. Und ich nehme an, dass die Motorhaube nicht ohne Grund so groß ist, denn ein 3-Liter Motor, der braucht ein bisschen Platz. Ja, so ein rein 6-Zylinder ist halt eben noch ein Motor, der ein bisschen Platz braucht. Genau. Und dementsprechend haben wir eine recht große Motorhaube. Und es ist halt eben für den Mechaniker vielleicht noch ganz gut, dass es rundherum sehr gut zugänglich ist, dass man überall gut drankommt. Alles schön versteckt, oder? Kann man schon so sagen, aber wenn die Abdeckung ab ist, sieht das schon bedeutend einfacher aus. Genau. Ja, habt ihr es gelernt? Die entsprechende Technik, habt ihr mal den Motor auseinandergenommen? Noch nicht. Das ist sehr aufwendig, deswegen war ich auch 2 Tage auf Schulung, weil man muss wirklich speziell für das Auto Trainings machen. Geht auch noch weiter, also war jetzt mit 2 Tagen nicht getan, weil das ist wirklich sehr aufwendig. Die Motoren sind sehr aufwendig. Viele Sensoren, viele Einstellmöglichkeiten dadurch. Ich war bei uns im Betrieb als Mechatroniker tätig und hat jetzt halt eben die Gelegenheit, sich mit dieser neuen, sehr fortschrittlichen und sehr ansprechenden Technik zu befassen und da nochmal eine Schippe draufzulegen von seinem Kenntnisstand halt eben auch. Stark. Warte mal kurz, ich zeige es gerade mal hier, die Lufteinlässe hier von vorne, dass man das mal sieht. Es macht schon so, also es sieht jetzt mit der geöffneten Haube so ein bisschen aus wie eine Schlange, die einen gerade verschlingen möchte, oder? Kommt schon so hin, ja. Klar. Nicht so nah. Stark. Wenn du mal so lieb bist, nochmal eincheckst, das Licht nochmal anmachst. Ich will das gerade mal von vorne sehen. Ja, LED-Tagfahrlicht auch mit drin. Das sind wahrscheinlich die Streifen, genau, die unten sind. Die Streifen sind mit drin. Das ist alles oben in den Lampen mit drin. Also Nebellampen, alles komplett nur in den oberen. Ja, die Blinker sind auch in den Streifen. Also das ist sehr, sehr schön gemacht. Linken? Dann wechselt halt die Farbe von allein, deswegen das schon, macht schon was her. Dann ist mit drin, also alles, was man heute so hat, ist mit drin. Ja. Fahrerassistenzsysteme, wahrscheinlich auch entsprechend vollgepackt. Genau, ist auch alles. Alles, was man heutzutage hat, ist auch dann mit drin. Abstandstempomat? Ja. Spurhalteassistent? Hat er. Aktiv? Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist nicht so schlimm, das kriegen wir aber noch raus. Ja. Ist ja heute erstmal die Form zu gucken. Wir werden noch ein extra Video machen, Probefahrt. Da können wir das Ganze mal angucken. Denn du bist ja dafür zuständig, dass wenn mal irgendwas dran sein sollte oder ein Service gemacht werden muss, ja, da muss ja einer wissen, wie es geht. Und war es denn schwer? Ist es eine ganz andere Technik wie die sonst von Toyota? Man muss gestehen, es ist schon etwas anders. Es war ja eine Zusammenarbeit und die technischen Sachen, ich sag mal die Computer und so, ist schon von BMW übernommen. Und dadurch die Zusammenarbeit haben wir dann auch die Möglichkeiten, BMW-Sachen zu machen und dann passt das. Okay. So, ich komme mal rüber. Dann zeigen wir das mal. Das Ganze ist natürlich unglaublich beeindruckend. Das ist die Einstiegsleiste, natürlich in Chrom. Edelstahl gebürstete Optik und ja, das Display ist Hammer. Schon beeindruckend, absolut scharf, auch von der Größe her. Sehr, sehr schön gemacht. Ja. Touchscreen mit drin, aber hier vorne sieht man auch die Carbon. Das ist aber keine Carbon-Optik, das ist Carbon, ne? Das ist Carbon, ja. Stark. So, hier vorne die ganzen Schalterelemente. Man hat relativ viele Schalter, das ist vielen sogar ganz recht. Zum Beispiel die Stationstasten fürs Radio habe ich tatsächlich von 1 bis 8 noch da. DRB Plus ist natürlich mit drin. Dann habe ich ein voll elektronisches Display vorne drin. Ich habe ein Head-Up-Display mit drin. Ja,
Setup-Display, vielleicht kann man es über die Kamera erkennen. Sollte eigentlich machbar sein. Zeigt mir hier jetzt tatsächlich die Geschwindigkeit digital an. Ja, und weitere Informationen. Ja, wie gesagt, es gibt noch ein extra Video, was wir machen werden, wo wir mal so ein bisschen so die Fahrdynamik und alles mal testen werden. Als erster Eindruck mal ziemlich aufgeräumt. Stark ist das Audiosystem, was hier mit eingebaut ist, denn ich zeige mal gerade nach hinten so ganz dezente kleine Subwoofer, die mit eingebaut sind. Das macht richtig Bums. Mach mal schnell aus. Aber ganz schnell. Nee, Schlager ist okay. Ich liebe Schlager. Ja, hier vorne die Bedienelemente. Hier vorne habe ich nochmal entsprechend die Becherhalter, die mit drin sind. Also ein richtiger Sportwagen. Wie sitzt man drin? Wie im Sportwagen natürlich. Richtig angenehm? Schön eingepresst. Angenehm, ja. Okay. So, ich komme mal raus. Details werden wir dann nochmal folgen. Das ist die Tür innen. JBL-Soundanlage mit drin. Und wir machen hinten mal ganz kurz auf. Ich bin mal gespannt, was hinten drin ist. Ob es noch einen Kofferraum gibt, werden wir gleich mal erfahren. Kofferräumchen. Und der Kollege hat jetzt gerade von innen entriegelt. Ja, aber so die ist okay, für einen Sportwagen okay. Die Dinge des Lebens gehen rein und ein Kurztrip steht auch nichts im Wege. Da holt man ja keine drei Koffer mit. Von daher alles im grünen Bereich. So, ich zeige mal gerade hier vorne. Das heißt, das könnte ich auch noch rausnehmen. Hier vorne habe ich noch ein bisschen mehr Platz, kann man es oben drauf legen. Also ich denke mir, verglichen mit anderen Sportwagen in dem Segment, wir liegen ja hier bei einem Endpreis von wie viel Euro? So, wir haben, wie gesagt, ich gehe mal gerade mit dir ans Preisschild. Warte, können wir gerne machen. Draufstehen. Das Auto ist jetzt ausgezeichnet. Also wir haben jetzt die Variante mit dem Premium-Paket. Und da haben wir einen Preis von 65.690 Euro zuzüglich der Überführung und Zulassungskosten. Und die Leistungswerte sind ja vergleichbar mit anderen Sportwagen aus deutscher Produktion. Du hast ihn gefahren, er liegt wie ein Brett auf der Straße. Ja, absolut. Es macht unheimlich Spaß und ist schon beeindruckend. Ist das fast ein Mittelmotor-Feeling? Ja, es ist halt eben wegen der Gewichtsverteilung, weil er wirklich annähernd auf diesen 50-50 ist, unheimlich agil und man fühlt sich auch in jeder Situation sehr sicher in dem Auto. Ja, das macht wahrscheinlich auch die riesen Bremsanlage aus, die da mit dabei ist. Straßenlage, habt ihr das mal so ein bisschen grenzbereich gefahren auf der Rennstrecke? Nein, also bisher ist er nur im öffentlichen Straßenverkehr gefahren worden und dementsprechend etwas ruhiger. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber man muss überlegen, man kriegt einen ausgewachsenen Sportwagen für gerade mal, ich guck mal kurz drauf, 66.714 Euro inklusive der Mehrwertsteuer, das ist fair. Und das Wichtige ist eine 8-Stufen-Automatik. Was ist das für ein Typ von Automatik? Wir sind ZF-Getriebe mit Doppelkupplungsgetriebe. ZF-8-Gang, das was man kennt. Genau. Made im Saarland? Ja. Made im Saarland, das heißt also auch das Getriebe kommt aus dem Saarland von ZF. Peter Dämmerle, du hast was ganz Freudiges zu verkünden, da bist du auch ein bisschen stolz drauf. Autobild, goldenes Lenkrad. Ja, das ist der aktuelle Gewinner in der Kategorie Sportwagen bei der diesjährigen Verleihung zum goldenen Lenkrad, der Toyota Supra. Frisch bekommen. Frisch bekommen, gerade heute. Wo seid ihr zu finden? Ja, wir sind in Saarlouis schon seit 60 Jahren mit Toyota ab 2020 40 Jahre in der Wallerfanger Straße. Genau, 40 Jahre Toyota. Das ist so die Speerspitze im Moment an Leistung, die man kaufen kann bei Toyota, kann man sagen. Ne? Ja, das ist im Moment unser stärkstes Baby. Ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie zum Autohaus Klein. Unter anderem erleben Sie dann live den Peter Dämmerle. Und wenn Sie einen Blick in die Werkstatt machen, nochmal den Kollegen, Sie heißen nochmal? Marc. Ja, super, danke.